Ich bin Zui und wir sind jetzt kurz vorm Wolkenkratzer-Festival. Es ist kalt, es ist nass, aber das stört uns nicht. Wir gehen für euch dahin und vielleicht hört ihr sogar schon ein bisschen Musik im Hintergrund. Wir gehen jetzt mal dahin. Bis gleich. Also im Hintergrund hört man immer noch Heino, aber hier, wenn man nach vorne guckt, sieht man jetzt das Fußballspiel, was an der Wand stattfindet. Es ist was ganz Neues, es ist nicht auf dem Boden, sondern die Leute sind an der Seite festgemacht, an Seilen und hangeln sich darunter und spielen dann seitlich an der Wand Fußball. Wir gucken mal drauf zu. Es geht los, der erste seilt sich ab. Oh Gott, ich glaube, ich hätte Schiss, dass ich runterfall. Es ist sicherlich gar nicht so einfach, aber yeah, ein Tor ist drin. Besser als gestern Bayern gegen DVB ist es ja nicht, ne? Wer hat es denn überhaupt alles gesehen? Ja, was sind das für Wäscheklammern? Die halten keine Wäsche, sondern die halten Autos. Und die Autos, die hier hängen, die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Als Stefan Remmler, 1900. Schaut euch mal die Bilder an, die da auf den Autos jeweils drauf sind. In die Nacht entließ, schickte ich ihm eine weiße Traube hinterher. Und als Keimzeit mit viel Kling und Klang ihr Schiff nach Feuerland bug. Meine Worte sind so wahr wie meine Wünsche. Meine Briefe können sagen, was ich fühle. Hier hat man jetzt den Überblick, wie viele Leute jetzt überhaupt jetzt da waren, um Heino anzugucken. Trotz des ganzen Regens standen die da und haben, ja, Heino gefeiert. Und ganz ehrlich, ich stand mitten in der Menge. Es sind mehr die jüngeren Leute, die mittlerweile, hier sieht man es auch gerade wieder, Party machen für Heino. Und das, was ihr jetzt hört, da gucken wir jetzt mal hin. Das sind Straßenmusiker und ich finde die echt richtig gut. Und da gucken wir jetzt einfach mal hin zu denen und nehmen mal ein bisschen was für euch auf. Klingt doch richtig gut und kommt auch richtig an. Die Leute bleiben an der Seite alle stehen. Lohnt sich. So, und jetzt wissen wir auch, wer die Band ist, die er singt, denn das ist ein Schild, Beat im Low. Spaß.
Der Straße wirklich seinen Spaß. Die spielen wirklich super gut und die Leute rundherum haben Party. Na bitte! Schaut überall, alle haben Samsung-Hüte auf. Mittlerweile habe ich auch schon 3 Stück auf. So kann man es auch machen, ne? Die Jungs haben es drauf. Wir schreiten jetzt kurz in die Geschichte der Herstellung eines Regenschirms. Der Regenschirm, der jetzt stehen wir hier und sehen die Baseballs live. War so klug und hat es als Einhandgerät erfunden. Das heißt, jeder, der einen Regenschirm besitzt, weiß, dass er eine Hand frei hat, um damit zu schnippen. Sie können nicht nur singen, sie können nicht nur spielen, sie haben auch noch, ja, sie können auch noch Scherze machen. Ah nee, Moment, Moment, hat jemand von Ihnen eine Sonnenbrille dabei bei diesem Wetter? Ja, ich und meine Playstation. Ihr werdet gerade Zeuge, wie eine Band komplett bescheuert wird. Aber ihr seid dabei. Hey. Zumindest machen sie noch Scherze über sich selber. Wir brauchen eine Sonnenbrille nicht mehr, aber geile Idee. Das ist doch mal ein Klang, oder nicht? Publikum macht sogar im Takt mit, trotz des Rings. Und wie ihr seht, macht das Publikum wirklich mit, trotz des Rings, lässt sich keiner beeinflussen und hat einfach Spaß in der Band. Okay.
mich hier umschaue, die haben echt alle richtig Spaß. Wie der spielen kann. Vielen Dank an unsere Sponsoren, den Fotokoinen in Gelnhausen. Das ist in meinem Kinzig-Kreis. Danke dafür, dass ihr uns die Technik geliehen habt, dass wir für euch alle jetzt das Wolkenkratzer-Festival 2013 in Frankfurt aufnehmen können. Dankeschön. Durch das Wolkenkratzer-Festival 2013 in Frankfurt hat sie Shamezoe geführt. Videoproduktion ist allerface und das Ganze ist im Auftrag von Zone 1.at. Vielen Dank und viel Spaß damit.